Heute stelle ich Ihnen den Rotkopfwürger vor. Nach Beobachtungen im südlichen Portugal, im Algarve, bei Silves und auch im Alentejo kommt er vor und besiedelt die Kultursavanne. Mit technischen Eigenheiten dieser Kultursavanne kommt er offenbar sehr gut zurecht, wie man hier sieht. Eifrig starten und landen die Tiere hier auf dem Weg von der Nahrungssuche zum Nest zurück. Die Kultursavanne wird wesentlich von der Korkeiche geprägt. Die Bedeckung von Gebüsch und Bäumen liegt selten über 30%. Bunte Wiesen gibt es eigentlich nur in der Zeit, wo der Vogel auch brütet, zum Glück. Und das ist etwa in der Zeit zwischen April und Mitte Juni. Eine reiche Blütenfülle gibt es hier zu beobachten und für den Rotkopfwürger ist für reiche Insektennahrung und kleine Wirbeltiere gesorgt. Wenn ein Vogel so gut in die Kulturlandschaft passt, dann muss aber natürlich trotzdem gefragt werden, wo er denn lebte, als die Menschen diese Kulturlandschaft noch nicht machen konnten. Den Menschen gingen auch in dieser Hinsicht die großen Weidetiere voraus. Das sind die großen Rinderherden, auch die Herden der Pferde. Und natürlich, auch in Europa, wären es auch heute Elefanten und Nashörner. Diese Kulturlandschaft hier bietet dem Rotkopfwürger erstklassige Nahrung, besten Nistraum und Schutz. Der Blick auf sein Gefieder zeigt, dass er farblich hervorragend im Einklang mit seiner Umgebung steht und dass er sich offensichtlich an menschlichen Nutzungsformen nicht stößt, solange sie eine bestimmte Intensität nicht überschreiten. Das macht doch Hoffnung. Der Mensch muss kein Fremdkörper in der Natur sein und die Artenfülle, die Artenvielfalt, die Biodiversität ist ohne weiteres auch mit des Menschen Nutzung denkbar und lässt sich weiterentwickeln. Ich wünsche Ihnen, dass der Rotkopfwürger auch bald zu den Vögeln Ihrer Landschaft gehört.